Ja, willkommen. Hier geht es um den Verkauf meiner Omega-Uhr von 1979. Und hier sieht man jetzt 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ist also exakt auf die Sekunde eingestellt. Heute ist der 16. April, kurz vor 1. Und jetzt nehmen wir mal hier zum Größenvergleich die Apple Watch weg. Und jetzt gehen wir mal in die Details. Also was haben wir denn? Ich habe zum einen eine Anleitung, wie man das stellt. Das ist das Kaliber 1342 und die gebe ich auch mit. Ist schön ausgedruckt, zwar sehr klein, aber man kann es lesen. Dann haben wir von dem Jahre 2015 eine handgeschriebene Rechnung, ist aber eine richtige Rechnung, ich war in dem Geschäft, aus Wien. Hier ist die Adresse. Und das ist also eine Omega Deville Uhr von 1979. Komplett Gold, massiv Gelbgold, 18 Karat, 750er Gold. Ja, das hat damals 1100 Euro gekostet. Ist aber jetzt auch schon, naja, fast 6 Jahre her, 5,5 Jahre. Und wie der Goldpreis sich entwickelt hat, das muss ich ja, glaube ich, niemandem näher erzählen. Und dass die Uhr natürlich jetzt 6 Jahre älter ist als damals, das ist auch klar. So, dann haben wir vom 10.09.2019, da habe ich mir nochmal ein Armband für 43 Euro gekauft. Das ist hier dieses lederne. Ist natürlich kein Original-Omega-Armband, hat aber auch so eine passende goldfarbige Schließe. Batterie haben wir damals gemacht. Ich habe ein Jahr später, also Ende 2020, nochmal die Batterie tauschen lassen, damit das also alles aufgefrischt ist. Wie lange die wirklich hält, kann ich euch nicht sagen. Ich schätze, dass die Batterie etwa ein Jahr, vielleicht sogar 2 oder 3 hält. Muss man mal selber ausprobieren. Auf jeden Fall hält sie. Und der Tausch hat 7 Euro gekostet. Gut, das war bei uns im Ort hier in Nidderau. Gut, ja, was haben wir denn noch? Von Wien, damals, wo ich die Uhr also gekauft hatte bei einem Fachbetrieb, haben die also eine Werksnummer aufgeschrieben hier, haben 18 Karat Gold notiert und haben dann ermittelt, das kann man aus der Werksnummer sehen, ich glaube, weil die mit 42 anfängt, ist es das Jahr 1979 und auch die haben damals die Batterie neu gemacht, wie auch immer, das ist ja Kleinigkeit. Ja, jetzt geht es um den Zustand der Uhr. Die ist natürlich gebraucht, aber in sehr gutem Zustand. Ich versuche das jetzt mal so gut es irgend möglich ist zu zeigen. Vielleicht kann ich hier den Zoom etwas erhöhen. Ja, zweifach, aber es ist nicht scharf. Mal versuchen, scharf zu stellen. Ja, jetzt ist es scharf, ne? Aber ein bisschen zu dunkel. Mal heller. So vielleicht. Ja, die hat also hier... Ja, da sieht man es. Da auf dieser... Auf 9 Uhr abends. Hier ist so ein ganz kleiner... Ja, sehr schwer zu sehen. Da ist so eine ganz, ganz kleine Mikrodelle. Naja, das ist kaum ein Millimeter. Auf der Rückseite sieht man auch hier, dass die also benutzt wurde. Sind also so kleine haarfeine Kratzerchen drauf. Ja, ansonsten ist die Uhr aber tippitoppi in Ordnung. Und ich selber versuche das jetzt nochmal scharf zu stellen. Das ist extrem schwierig. Ich selber habe praktisch eine eingebaute Lupe. Ich habe also über 6 Dioptrien. Man kann also innerhalb von der Uhr, da ist kurz vor 6 Uhr so ein ganz kleiner Punkt da drin. Aber ja, das ist natürlich eine ganz mikroskopische Verschmutzung innerhalb des Gehäuses. Aber das kann man echt nur sehen, wenn man da mit der Lupe rangeht. Ich versuche das jetzt mal noch mal größer zu machen.
Nee, größer wird's nicht. Ja, das soll soweit gewesen sein. Hier sieht man auch, ich habe das mit dem Zahnstocher gemacht, mit Holz vorhin, wo ich die Uhr auf die Sekunde eingestellt hatte, dass das also schon auch benutzt ist, aber ich denke, der Zustand überzeugt. Für das Alter, 1979, das sind immerhin 42 Jahre. Nun, so, ich ziehe die mal kurz an, dass man mal sieht, wie groß das ist. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich die verkaufe. Mir ist die etwas zu klein am Armgelenk, Handgelenk. Das ist also so eine, ja, ich nehme mal den normalen Zoom. Das ist also schon so eine eher kleinere Größe. Das war aber damals Ende der 70er ganz normal. Das war typisch, dass man nicht so riesige Uhren hatte und die ist auch nicht besonders dick. Ja, wie oft ist die jetzt von mir getragen worden? Ich hatte es mal aufgeschrieben. Ich hatte es mal bei eBay Kleinanzeigen drin. Also ich habe die in etwa innerhalb von diesen 5,5 Jahren vielleicht an 10 Tagen wirklich angehabt. Ich habe das auch mit diesem braunen Lederarmband probiert. Das hat mir dann nicht so gefallen. Dann habe ich das schwarze genommen. Aber die war mir auch irgendwie zu schade, die halt dann auf der Arbeit anzuziehen. Und irgendwie auch die Größe, das hat nicht so ganz überzeugt. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gern bei eBay dann machen. Ich denke, ach so, das ist also hier so ein Omega Case. Das hatte ich damals bekommen in Wien, wo ich das gekauft hatte. Da haben die mir gesagt, ja, es ist nicht das Original Case, aber es ist zeitgemäß. Ja. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen aufgeregt hier rüberkomme, aber ich möchte das halt möglichst ordentlich machen. Ich bin ja nun kein Schauspieler. Privatverkauf an der Stelle. Tja, dann sage ich danke. Das Video ist jetzt länger geworden, als ich wollte. Aber ich hoffe, es sind doch einige Fragen oder Informationen auch dann rübergekommen. Danke soweit. Ciao.